Hört man mich? Okay, herzlich willkommen zum Replay von Mega Man Dr. Wilys Rache und die ganze Armada, ich will schon fast sagen eine Stampede, ist bei mir durch das Intro-Video, oh mein Gott, das muss ich mit der Steuerung wieder klarkommen, weil im Mega Man, oder Street Fighter Cross Mega Man die Steuerung ein klein wenig anders war. Egal. Und es spielt sich jetzt hier so ein bisschen wie die behäbige alte Großmutter im Rollstuhl. Ne, wenn es ein Rollstuhl wäre, ich meine, er rutscht ein bisschen nach. Aber das meine ich jetzt nicht mit Rollstuhl. Es ist so ein bisschen gemächlicher, ruhiger, klopsiger als die NES-Fassung. Upsi, beispielsweise. Hui, geschafft. Ja, es war quasi eine Stampede. Entschuldigung, mit hier mit diesem komischen Sound, der sich ja manchmal im Hintergrund irgendwie so ein bisschen so knarzig anhört. Ich habe verschiedenste Einstellungen hier mit dem Emulator rumprobiert. Aber, oh Gott, das war knapp. Ich krieg's irgendwie nicht hin, das Ganze soundmäßig gescheit ans Laufen zu kriegen. Da müssen wir jetzt leider mit leben. Ich hoffe, dass es nicht allzu häufig auftritt und so weiter und so fort. Ja, was ich eigentlich fragen möchte, nochmal. Warum Alec-Man? Warum haben alle so viel Alec-Man gewählt? Alec-Man, irgendwie einer... irgendwas anderes, ich oder zwei, jetzt wieder. Ich kann nichts dran machen, das tut mir echt leid. Ich hoffe, dass meine Stimme, oh Zeus-Omat, noch ein wenig anders besser rüberkommt. Unterschied zu NES-Version ist übrigens, dass wenn so ein Zeus-Omat-Gegner hier kaputt geht, dass er, wie heißt es, wenn er irgendwas droppt, fällt es nicht durch die Plattform durch, wie in der NES-Fassung. Wobei das Interessante ist ja, Gegner basiert auf einem Gegner aus Mega Man 1, NES. Und die Plattformen kommen aber erst in der Airman Stage aus Mega Man 2 vor. Ja, ich habe mir schon überlegt, was willst du jetzt eigentlich hier genau... mach die Octopus-Batterie kaputt. Was willst du hier eigentlich sagen? Also, ein Ziel ist es ja, hier das Projekt nochmal in gescheit, etwas gescheiter hinzukriegen. Also, ich habe das... Deswegen war ja mein allererstes Nebenprojekt. Und ich habe es mir, weil ich irgendwie irgendwann nochmal einen Kommentar vor halbwegs kurzer Zeit, also plus minus ein paar Monate, gekriegt habe... Habe ich nochmal reingehört und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, was hatte ich damals denn? Ich meine, damals war ich irgendwie 28 oder sowas, höre mich an wie ein 13-Jähriger auf Cutman-Modus an. Ich habe keine Ahnung, so gekriegt, so ein leichtes, leises Gestöhne, vielleicht liegt es am Gestöhne, dieses, oh mein Gott, ich krepiere gleich. Keine Ahnung, ich höre mich so, keine Ahnung, Kommentarqualität noch nicht vorhanden. Das Inhaltsbefreite, was ich da gesagt habe, ich meine, gut, das ist immer noch so, aber keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich bringe es besser rüber. Gibt ja ein paar Leute, die gesagt haben, Bernd, ich bin Fan von, ich habe dich gemocht, als ich dich da gehört habe. Warum? Leidet ihr an Geschmacksverirrung oder was? Also ich meine, da kann ich echt kein gutes Haar an mir lassen. Und was ich auch cool finde, ist, dass ich das hier jetzt irgendwie doch vermasse. Nein, dass ich im Vergleich zur NES-Fassung, Energie, nein, hier bei diesen komischen Elektrobrützlern. Moment, Konzentration. Oh, geschafft. Das Intervall weit, weit aus schlecht. Oh mein Gott, kommt der angesprochen. Big Frosh Eye. Und jetzt töten. Yes. Das Intervall zum Durchklettern ist im Vergleich zur NES fast so echt kurz. Also wirklich kurz. Wahnsinnig kurz. Schon fast schwer. Big Eye in der NES-Fassung übrigens lässt sich nur dann abschießen, wenn man ihn abschießt, und hier muss man warten, bis er springt. Ich habe hier die Vermutung, dass viele Leute denken, Alec-Man NES schwer, also hier auch, also stürzen wir in Verzweiflung, aber nein. Wenn ich schieße, dann springt er auf mich zu, läuft Mist, kurz weg, und wenn ich... Okay, verdammt nochmal, jetzt ist er irgendwie völlig aus seinem KI-Tritt... Was du Penner? Du sollst weglaufen und mich nicht abballern. Ja, das hat doch immer ein Test... Okay, jetzt richtig. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Normalerweise kriege ich den Knaben in einen schönen KI-Fail irgendwie rein. Wo er irgendwie nichts macht, außer springen, hin und her laufen. Springen, hin und her laufen. So. Seht ihr? Er macht nichts. So, das so soll's sein. Okay. Und weiter geht's. Genau, so. So wie wir es geübt haben. Genau, jetzt läufst du wieder weg, weil du Angst hast, weil du eh keine Ahnung hast. Auch wenn du mit deiner verdammten Darkwing Duck-Maske hier herumeierst. So, Durchführung mangelhaft. So geht's eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was der letztendliche Trigger ist, dass Alec-Man irgendwann mal anfängt, mit seinen Kanonen rumzuböllern. Keine Ahnung, habe ich beim ersten Mal wohl verpasst.
Normalerweise kriegt man es so hin, wir bekommen den Thunderbeam. Und von euch bekomme ich dann jetzt hoffentlich bis zur nächsten Folge wieder eine schöne Wahl zwischen dem Cutman, dem Iceman und dem Fireman. Und dann erzähle ich vielleicht sogar mal was dazu, warum dieses Spiel hier einen ewigen Platz in meinem Herzen haben wird. Das erste Mega Man-Spiel, womit ich jemals in Kontakt gekommen bin. Bis dann, ciao!